Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim MSV Duisburg. Wir haben 2:3 gegen Feyenoord Rotterdam verloren, worüber ich absolut nicht sauer oder so bin. Kann man verlieren gegen, zumal wir eigentlich gar nichts in der Euroleague zu suchen haben. Aber die Jungs haben sich gut geschlagen, jetzt geht es mit derselben Mannschaft gegen den FC Augsburg auswärts. Das Ganze wird dann im Textmodus stattfinden. Gut, dann gucken wir mal, was spielt denn Augsburg für eine Taktik? Nee, machen wir jetzt noch nicht. Wir gucken erstmal nach Nachrichten. Taktik gucken wir erst am Samstag. So. Die Jungs sind wieder fit. So, am 19., am 16. ist dann jetzt das Spiel gegen Augsburg im Textmodus. Augsburg ist ein Tacken stärker als ich. Naja, müssen wir halt wieder ein bisschen defensiver spielen. Wir haben hier zwei Nachrichten. Ja, Obiang ist wieder fit und Vorschlag des Assistenten. Ja, ich mal sage, was sie trainieren. Nicht du. Du machst einen Vorschlag, ist auch nett und schön, aber ich sage letztendlich, was trainiert wird. Und Torhüter braucht er im Moment nicht. So, die spielen 4-4-2. Das klassische 4-4-2. Gut, da wir auswärts spielen, werden wir unser 4-5-1 spielen. So, zack. Paris, Athen auf Wiedersehen. So, und dann gucken wir mal. Benes tauscht mit Christiansen. Christiansen mit Karaman und Schöpf geht ins rechte Mittelfeld. So. So werden wir das angehen gegen Augsburg. Und dann schauen wir mal. Im Moment stehen wir welcher Platz? Müssen wir mal gucken. Wir sind derzeit 10. Also im Niemandsland. Im gesicherten Mittelfeld ist das. 30 Punkte. Augsburg ist genau einen vor uns. Wenn wir jetzt gewinnen, können wir einen Platz vorrutschen. Wenn Leverkusen auch noch verliert, dann sind wir 2 Plätze vor. Und wenn Bremen noch verliert, sind wir auf dem 6. Also wenn Augsburg, Leverkusen und Bremen verlieren, sind wir auf dem 6. auf jeden Fall. Weil Bremen halt das schlechte Torverhältnis hat. Aber wir gucken mal. Ich bin ja schon zufrieden, wenn wir unentschieden spielen. Aber wir schauen mal, was passiert. So, jo, gehen wir rein ins Spiel, würde ich sagen. Ne? Augsburg im Textmodus, weil wir haben ja gegen Hoffenheim ein Ligaspiel im 3D-Modus gespielt und ich will das ja immer wechseln. Also spielen wir jetzt im Textmodus. Und da sage ich den Leuten, die sollen sofort von Anfang an drauf gehen. So. Mal schauen. Schade. Das wäre natürlich ein super Einstand gewesen. Jetzt kommt natürlich Augsburg nach vorne. Ja, und da ist das 1-0 für Augsburg. Na, tolle Wurst. Schade. Schade, schade, schade. Die Gangart von Duisburg für Trauer. Ja, hätte ich mir auch so gewünscht. Und 1-1, Elfmeter durch Fiete ab. Super. Es ist Gift im Spiel. Naja, ist da Gift im Spiel. Da soll ja auch Gift im Spiel sein. Jetzt beruhigen wir das Spiel mal. Bisher kamen 100% der Angriffe von Duisburg über die rechte Seite, also über Schöpf. Ecke. Sollen wieder voll drauf gehen. Ah, Pfosten. Na gut, mal gucken, was weiter passiert. Boah, 1-2. Da hat der Schöpf mal... Ne, Eduard Löwen, okay. Schöpf, wie komme ich auf Schöpf? Ja, Eduard Löwen ist mit aufgerückt, aber ein schönes Tor gemacht.
Und Marquez mit Glanzparade. Na, das sieht doch gut aus. Erstmal mal gucken. Okay. 2-2. Ja, der trifft irgendwie immer gegen mich. Ich weiß nicht. Gibt ja immer so Spieler, wo man sagt, boah, hoffentlich trifft der nicht oder so. Gut, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Co-Trainer. Wir spielen mal unser 4-1. Wir gehen mal ein bisschen offensiver an die Sache ran. 4-1-4-1. Und hier müssen wir nur die beiden tauschen, genau. So, und jetzt sage ich denen auch noch 100% Einsatz. 100% Einsatz, jawohl. So, dann kommen die Spielergespräche mit Menezes, müssen wir mal quaken. Mit Naray müssen wir mal quaken. Erstmal die Verteidigung. Dann Christiansen. Und Benesch. So, dann schicken wir zum Masseur. Ja, eindeutig. Die 3. So. Okay, weiter geht's. Wir machen mal hinten dicht und die Spieler aufwärmen. Marquez fliegt den Ball runter. Erstmal hinten absichern. Karaman gelb wegen grobem Foulspiel. Jetzt gehen wir voll drauf. Nauber kriegt die gelbe Karte, den gelben Karton. Fernando Torres. Aber nicht der Fernando Torres. So. Gut, ab jetzt wird, ab der 80. Minute wird dann voll nach vorne gespielt. Ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Oh, schön, 2-3. Nicht schlecht, Banish. Hat er sein erstes Saisontor gemacht? Da machen wir doch nicht das. Gehen wir doch nicht volle Kanne offensiv. Jetzt sagen wir einlullen. Einlullen. Sollen ruhig spielen. Geht knapp übers Tor. Bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich glaube aber eher nicht. Pfosten. Pfosten, Pfosten, Pfosten. Jetzt kommt Isak wieder für Arp. Konter. Zur Ecke. Eckball. Okay, hat er verfehlt. 10 Minuten noch. Jetzt heißt es bangen. Oh, 3-3. Ich hab's geahnt. Es ist doch nicht mehr normal, ey. Immer in den letzten paar Minuten gibt es dann nochmal richtig. Na gut, dann machen wir jetzt auch volle Pulle. Drei zu drei, ja.
Ja, nochmal eine Ecke für uns und dann war es das. Ja, hat den Ball. Ja, wird nichts weiter passieren. 3 zu 3, was für ein Spiel. Oh Mann, oh, ich hätte mich über einen Sieg gefreut, aber naja, kann man nichts ändern. Das ist dann so. So, das Spiel haben wir auch erledigt. Jetzt kommt das entscheidende Spiel gegen Feyenoord Rotterdam im nächsten Video. Ich verabschiede mich hier von euch und wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis dann, ciao, ciao.